Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall lange nicht mehr hier diskutieren, denn die Spoiler zu Black Clover sind gerade echt unglaublich krank. Also, holy shit, Digga. Holy shit, wirklich. Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, fucken wir nicht lange. Willkommen zu meinem Spoiler-Talk zu Black Clover Kapitel 334. Wir sind jetzt weiterhin in diesem einen Kampf von Asta gegen Lucius und es ernimmt ja quasi, ich weiß auch nicht, aber Tabata liegt jetzt gerade richtig los und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich hatte ja schon tatsächlich Angst gehabt, dass nichts dergleichen passieren wird. Aber es geschieht tatsächlich so. Es ist nämlich erstmal so, ganz einfach, Asta und Lucius, die kämpfen erstmal. Man sieht auf jeden Fall, wie schnell Lucius in diesen Technik ist. Wir wissen ja, wie Julius gekämpft hat. Da hat er mit Patri wirklich einen harten Kampf gehabt und man hat ja gesehen, dass er auch so überlegen ist eigentlich. Und das zeigt man hier wieder erneut. Also Asta ist jetzt quasi immer noch kein Gegner, würde ich auf jeden Fall in der Situation sagen. Aber Asta ist dennoch gefährlich als Gegner. Ist schon gefährlich, denn es wird ja hier auch gesagt, dass Asta quasi der natürliche Feind seiner Magie ist. Also das, was da existiert mit der Zeitmagie. Es ist ja quasi Asta, der ja mit der Antimagie alles auflösen kann. Also der natürliche Feind. Also Asta muss halt natürlich jetzt auch da ein bisschen aufpassen, dass er nicht getroffen wird. Und dann kommt zu der Moment dieser, was halt eben Lucius so auf einmal macht. Er holt irgendwie eine ganz andere Kraft raus. Ich weiß nicht, ich hätte echt damit null gerechnet. Wir wissen ja, dass Julius mal der Captain der hellblauen Hirschen war. Und dadurch ist irgendwie, was ich mir bis jetzt immer noch nicht erklären kann, natürlich, ich kann es mir echt nicht gerade erklären, dadurch bekommt nämlich Lucius eine Art Form, die wirklich einen Hirsch ähnelt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber erstmal, by the way, ist sie geil aus, okay? Was aber interessant sein sollte, ist nämlich, irgendwas meinte halt eben hier Lucius, dass er halt geboren worden ist in einem Clan von Teufelswirten, okay? Aber Lucius hat halt irgendwie eine Magie, wo er halt die Menschen deren wahren Kraft irgendwie zeigen kann. Also im Beispiel, wie er hier gemeint hat, irgendwie kann er die dämonische Kraft reinigen lassen und denen diese heilige Kraft geben. Also ihr wisst ja, das, was zum Beispiel Noelle besitzt, als sie halt diese Verwandlung mit Andine gemacht hat. Irgendwie sowas. Also wirklich, wenn das Kapitel kommt, verstehen wir viel, viel besser und viel, viel mehr und viel, viel einfacher. Aber es ist komplett verrückt, was er hier gerade labert. Und es ist halt, wie es ist. Julius hat ja seine Form gemacht, die total ähnlich aussieht, wie wenn zum Beispiel Yono sich verwandelt oder Noelle. Das ist komplett ähnlich, Digga. Es ist keine teuflische Version. In irgendeiner Art und Weise hat es schon etwas davon. Weiß ich auch nicht, wieso. Aber sein Kopf holt so Geweih raus. Dann hat er hier so eine heilige Art und Weise. Er hat Engelsflügel. Sein Grimoire ist irgendwie ähnlich des allen. Er leuchtet so hell. Es ist nichts Böses an ihm. Es ist verrückt. Es ist unnormal verrückt, was hier gerade abgeht in diesen Spoilern. Ich verstehe es halt nur nicht. Und jetzt kommt zu der wahre Kick, der halt Lucius gerade machen will. Er guckt nämlich Richtung Lily und er packt sie. Er nimmt sie, er geht so schnell zu ihr hin, er fasst sie an ihr Kopf. Und dann erklärt er erstmal Asta, was seine Magie ist. Lucius sagt hier, dass seine Magie die Seelenmagie ist, beziehungsweise die Geistermagie. Da ist man auch ein bisschen irgendwie nicht zu 100% sicher. Es muss immer, kommt immer drauf an, was im Manga Plus beziehungsweise offizieller Veröffentlichung steht. Wenn da was gesagt wird, dann ist es 100%. Weil erstmal nennen wir das mal Seelenmagie. Und er sagte hier auch noch, dass er halt irgendwie, also alles, was er anfasst, kann er irgendwie die Seelen anderer Menschen verändern. Alles, was er anfasst. Wir wissen irgendwie jetzt nicht, was er mit Damnatio gemacht hat, aber er kann deren Seelen verändern. Er kann alles, was er berührt, verändern. Und ihr müsst euch mal auf jeden Fall mal anschauen, die Spoilerbilder, wo er halt eben Lily angefasst hat mit seinem Finger und dann irgendwie ihre Seele verändert hat. Guckt euch mal ihre Augen an, Alter. Man merkt, dieses arme Mädchen, diese arme Frau hat Angst. Lucius will Asta zeigen, was er damit meinte, was er machen kann. Auf einmal kriegen wir einfach eine böse Schwester Lily. Viele hatten ja die Theorie, so, dass man jetzt denken könnte, ey, Lily als Dämonin, vielleicht als die Frau von Lucius oder was auch immer, was er ist, eine Verwandte. Ich sag mal so, Lily ist jetzt wahrscheinlich einfach irgendjemand, der jetzt einfach nur Nonne geworden ist. Okay. Er hat sie aber einfach verändern lassen. Er hat ihre Seele verändern lassen und sie wurde böse, aber mit keinem teuflischen Art und Weise. Also sie hat jetzt keine teuflischen Kräfte. Es ist mehr so eine Art Engelskraft. Versteht ihr? Man ist hier irgendwie mehr Engel. Man hat hier auf jeden Fall diesen Heiligenschein und sie sieht halt wirklich so krass episch aus. Also ich sag's wirklich, sie guckt Asta an. Sie ist nicht mehr sich selber und dann sagt sie halt eben, um den Frieden dieser Welt zu bekommen, sterb bitte. Und das ist einfach nur krass für Asta, muss man eigentlich sagen. Und auf einmal kam dann irgendwie ein Schnitt, der einfach ähnlich war wie der von Dante, den Asta eben abgegeben hat. Und dann hat er einfach nur gesehen, wie Lucius und Lily da oben fliegen, Asta blutend einfach runterfällt und man merkt einfach, der Typ hat einfach nur einen Schlag abbekommen und hat schon verloren. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall viel, viel mehr erfahren. Wir wissen aber, dass Lucius
nichts machen kann gegen Asta, außer wahrscheinlich nur das hier. Und das, Digga, kann einfach nur spaßig und Spannung werden, aber ich will noch viel, viel mehr verstehen, deswegen. Leute, die Review gibt es dementsprechend auf jeden Fall morgen, beziehungsweise Samstag. Ich gehe mal stark davon aus, morgen, also wirklich, ich habe Bock auf dieses Kapitel, weil ich verstehe nur Bruchteile und ich will mehr verstehen. Ich will viel, viel mehr verstehen und viel, viel besser. Also, das kann hier richtig Hammer werden. Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu den Spoiler? Findet ihr es gerade richtig enttäuschend, dass Lily jetzt keine Dämonin geworden ist oder eher ein Engel? Ich weiß es nicht. Sagt mal eure Meinung. Ehrlich, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Positiv überrascht und erschreckend, was hier gerade abgeht für Asta, weil das hat der Arme nicht verdient. Das hat er echt nicht verdient, Digga. Also wirklich. Wenn euch doch dieses Border Talk gefallen hat, dann würde es mich natürlich immer sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und den Links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.